Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der neuen Karte Verlassener hier hinter die Map könnt und wie ihr seht, versammeln sich alle Zombies vor mir. Ich sag euch jetzt, was ihr für diesen Glitch braucht, und zwar einmal das Juggernaut Perk, am besten schneller laufen, damit ihr kein Fall Damage bekommt. Dann braucht ihr die Feldaufrüstung Rasender Wächter und etwas Schild, also diese blaue Anzeige über eurer Lebensanzeige. Wenn ihr dann alles habt, dann lasst ein Zombie über und stellt euch hier auf dieses Gelände, wo ich bin. Das ist über der Videothek auf dem Dach. Jetzt wartet ihr, bis ein Zombie hierhin kommt, und wenn der kommt, dann betäubt ihn am besten, so wie ich es tue. Nun müsst ihr runterlaufen, Leute, gegen das Geländer rennen und messern. Ich zeige euch das nochmal in Zeitlupe. Also, ihr stunt die Zombies, dann lauft ihr zurück, Leute, ihr braucht nicht zu springen, einfach rennen und messern. Ich treffe jetzt den falschen Zombie, aber ich nehme nochmal Anlauf. Also Leute, nicht springen, einfach Richtung Zombies gucken, gegen Geländer laufen und messern drücken, und ihr fliegt dann in die Luft. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann landet ihr hier oben. Und jetzt passt auf, Leute, von hier aus nimmt genau den Weg, den ich gehe. Und ganz wichtig, Leute, ihr dürft das Perk Schnellwiederbelebung nicht dabei haben, weil ihr sonst viel mehr Barrierenschaden bekommt. Also ganz wichtig, nicht mitnehmen. So, ihr müsst auch aufpassen, dass ihr an der Seite nicht runterfällt, also geht ganz langsam den Weg, und wenn ihr nur noch wenig Leben habt, so wie bei mir, aktiviert euren rasenden Wächter, weil dann wird euer Leben vom Schild abgezogen. So, also ganz langsam hier vorbeilaufen, Leute, passt auf, dass ihr nicht runterfallt, weil wenn ihr runterfallt, dann werdet ihr wieder in die Map teleportiert. So, hier auch nochmal ganz langsam vorbei, und wenn ihr dann rechts dieses rote Licht seht, dann rennt dahin, springt hier drauf und lauft hier runter. Wenn ihr dann hier unten seid, dann könnt ihr euch hier an die Wand stellen und die Zombies werden sich vor euch versammeln. Hier kriegt ihr gar keinen Schaden von den Zombies, jedoch wenn ihr zu weit nach hinten geht, kriegt ihr Schaden von der Barriere. Ihr könnt hier diese Power-Ups nicht aufheben, so wie Max Muni oder Insta-Kill, aber ihr könnt das Schrott auf dem Boden und die Ausrüstung, die Drop, könnt ihr aufheben. Ich würde euch empfehlen, hier mit der Wunderwaffe reinzugehen, aber falls ihr mit normalen Waffen reingehen wollt, dann würde ich euch auch das Perk Eselstritt empfehlen, denn dadurch habt ihr die Chance, dass normale Zombies auch Munition droppen, und die könnt ihr dann auch von hier aus vom Boden aufheben. Und wenn ihr hier raus wollt, dann müsst ihr einfach euren Ether-Schleier aktivieren und ihr seid draußen. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.